Hallo, herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns bei www.trotto.de und www.hufe.de. Ja, ein ganz besonderes Wochenende steht jetzt an, denn die V75 nimmt langsam Fahrt auf. Und eigentlich müsste ich ja sagen, heute herzlich willkommen zu Jörns Norwegian Racing World, denn wir gehen nach Norwegen. Ich habe mir mal passenderweise ja auch schon meinen norwegischen Pulli angezogen, denn ich werde natürlich am Samstag auch dabei sein, wenn wir nach Mysen gehen, auf die dortige Trabrennbahn in Momarken. Mysen, ein kleines Dörfchen, circa 80 Kilometer südlich von Oslo gelegen, direkt auch ungefähr 50 Meter von der Reichsgrenze zu Schweden entfernt, denn es heißt wieder Unionskampen. Was ist der Unionskampen? Das ist ein Vergleichskampf zwischen der norwegischen und der schwedischen Fahrerelite, und dort gibt es natürlich dann wirklich spannende Duelle. Einige schwedische Fahrer haben sich auf den Weg nach Norwegen, nach Momarken gemacht, was ich sehr schön finde. Die letzten Jahre war ja doch ein bisschen Flaute, muss man sagen, weil ja die letzten Jahre durch Corona auch die Grenzen teilweise gar nicht offen waren zwischen Norwegen und Schweden. Aber jetzt ist wieder alles normal und ich freue mich auch am Samstag live in Momarken dabei zu sein. Diese ganz besondere Rennbahn, wo man ja von oben nach unten auf die Pferde draufschaut, die Zuschauer stehen quasi etwas erhöht, schauen von oben runter auf die Rennen. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Also wenn ihr mal in Mysen oder in der Nähe von Oslo seid, da ist ein Renntag, fahrt mal dahin. Das ist eine ganz besondere Rennbahn. Es gibt keine Rails, wenn man so will, sondern man guckt, wie gesagt, von oben runter auf die Pferde. Und der Einlauf im Momarken mit über 250 Metern ist auch relativ lang. Das heißt, da kann es noch einige Überraschungen geben. Ich freue mich wahnsinnig, wieder einmal im Jahr nach Momarken zu kommen, und am Samstag ist es soweit. Deswegen, ich werde live vor Ort sein, aber natürlich möchte ich mit euch die V75 mal angucken, die ihr natürlich, obwohl sie aus Norwegen kommt, natürlich bei www.trotto.de bewerten könnt. Und das ist ganz, ganz wichtig, ihr könnt natürlich auch die Rennen im Livestream sehen. Im Schweden-Stream kann man die Rennen aus Norwegen sehen. Das ist nicht überall so, das wisst ihr. Und deswegen bei uns, bei www.trotto.de, bekommt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Ihr könnt fast alle Wettarten spielen, die es in Schweden gibt, außer der Top 7 und außer der V3. Und es lohnt sich wirklich dabei zu sein, denn das Wochenende verspricht einiges. Die Rennen sind quantitativ und qualitativ wirklich gut besetzt. Und ich freue mich auf spannende Duelle mit den norwegischen und schwedischen Pferden. Wir schauen rein. Es geht im Tenten los, natürlich wie immer um 16.20 Uhr mit einem Stayerlop über 3140 Meter aus 4 Bändern. Das heißt, die Pferde aus dem letzten Band müssen 60 Meter aufholen. Das ist schon eine Hausnummer. Also zweimal die lange Distanz, und in Momarken ist das zwar machbar, aber also viele gehen natürlich hier mit den Pferden aus dem letzten Band, das sind dann Bledu Jers und Lionel, die beiden alten Haudegen, die zusammen schon über 3 Millionen Euro verdient haben. Bledu Jers, wir kennen ihn, den Sieger unter anderem des Oslo Grand Prix aus dem Jahre 2021, und hat sich in Frankreich mehrfach gut bewährt, war bei Jean-Michel Basier im Training. Bledu Jers ist jetzt 12 Jahre alt und er merkt so ein bisschen das an. Den letzten Auftritt in Bjerke am 4.3., da war er Dritter, das war jetzt nicht überzeugend. Davor gab es auch nochmal am 7.12. in Bjerke einen Auftritt bei Dritter. Der Jarlsberg-Sieg am 19.11., der war okay, aber auch nicht überragend. Bledu Jers, die Programm über 12 mit Per Olig Midfield, kann hier gewinnen, ich habe da so meine Zweifel. Lionel, man hatte auch nach dem Comeback am 30.12. in der V75 gedacht, er ist wieder da, dieser ebenfalls 13 Jahre alte Fuchs, der Sieger des Prix de Paris 2017, das muss ich mal weg tun, 2017 hat der den Prix de Paris gewonnen mit Örjan Schiedström damals im Sulky, gegen den großen Bold Eagle hat er damals gewonnen, aber seitdem ist doch mit Lionel nicht mehr allzu viel los. Der Auftritt am 4.3., das war das gleiche Rennen wie Bledu Jers, da war er Siebter, und ich verstehe auch ehrlich gesagt Göran Antonsen nicht, ich verstehe ihn nicht, dass er ihn immer noch anspannt. Lionel hat jetzt mehrfach gezeigt, er möchte nicht, er hat mehrfach gezeigt, er ist eigentlich müde und er wird immer und immer wieder angespannt. Klar, Göran Antonsen kommt aus Mysen, das ist heute nochmal ein Heimspiel für ihn. Natürlich will er heute natürlich nochmal seinen Fuchs hier präsentieren, aber ich hoffe wirklich, dass es der letzte Start für Lionel ist und dass Lionel dann in die wirklich wohlverdiente Rente gehen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lionel hier mitkommt. Ich habe richtig Bock in diesem Rennen auf die Nummer 8, Starbucks A2Z mit Anders Swanstedt. Starbucks A2Z war zuletzt siegreich in Örebro am 4.3. im Rahmen der V75. Davor gab es in Orbi den 6. Platz mit Mats Hughes, da war er allerdings behindert. Und davor gab es nochmal einen 1. und 2. Platz mit Mika Force und Anders Swanstedt. Also dieser Starbucks A2Z, dieser Turbo Sunso, der hat für mich hier richtige Chancen. Für mich hier ein ganz klares Siegpferd, sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Er steht gut im dritten Band und ich glaube, dass der hier richtig gut wegkommt. Bransby's Jukebox, die Programm Nummer 7 mit Hans Krebers. Für mich auch so ein hochinteressanter Kandidat, weil das so ein Langstreckenspezialist ist. Er war in Zofalla am 6.12. bei 3200 Meter war er Dritter. Danach gab es nochmal einen 2. Platz in Örebro. Zuletzt in Zofalla der 6. Platz, das war nicht so ideal. Aber dieser Bransby's Jukebox ist auch so ein Dauerläufer. Und ich glaube, dass Hans Krebers hier auch nicht aus Axevalla nach Mysen kommt. Das sind mal locker eben 650, 700 Kilometer, wenn man sich da nichts ausrechnet. Und deswegen, also auch Bransby's Jukebox, die Programm Nummer 7, die muss man hier mitnehmen. Für mich hochinteressant.
Von den norwegischen Gästen habe ich ein bisschen Mumm, sage ich tatsächlich, auf die Programmnummer 4, Rittmeister Hill mit Björn Steine. Rittmeister Hill war zuletzt in Monaco nämlich siegreich am 22.02. Davor gab es einen dritten Platz über 2660 Meter. Der kann also auch Langstrecke. Und deswegen muss man diesen Rittmeister Hill auf jeden Fall mit in die Programmnummer 4 mit Björn Steine. Und auch Simmer Griff, die Programmnummer 5 mit Gunnar Austevoll. Tolle Form allerdings alle aus dem Reiten. Nur wir wissen ja, wenn Pferde aus dem Reiten zurückkommen, kann man hier vielleicht überraschen. Lange Distanz mag ihn vielleicht sogar ein bisschen zuspielen, dass er sich erstmal eingrooven kann, dieser Simmergriff. Für mich hier so ein Dark Horse in diesem Rennen, sage ich ganz ehrlich. Und auch als letztes Pferd noch für mich Nummer 9 Parkview mit Lieder Hopp. Kommt aus dem Stall von Eric Grimimo. Wir wissen, dass das so ein Zauberstall ist, sage ich jetzt mal, wo ganz häufig Sieger hervorkommen, wenn ich mit rechnet. Deswegen die 9 Parkview für mich ja auch auf jeden Fall interessant. V75-1, der Stay-A-Lop. Wir nehmen mit die 4 Rittmeister Hill, die 5 Simmergriff, die 7 Brandbys Jukebox, vor der ich warne, die Nummer 8 Starbucks A2Z, mein Sieger, die 9 Parkview und wer möchte, die 12 Ledu Jazz und die 13 Lionel. Ich glaube eher gesagt nicht an die beiden. V75-2, das ist dann die Klasse 2 über 2640 Meter, also nochmal die lange Distanz hier. Und ich habe hier einen ganz klaren Sieger für mich in diesem Rennen, das ist die Nummer 3, Gucci Line und Bo Westergaard. Gucci Line zuletzt in Jägersraumablauf gewesen mit Mats Hivid, da war man siegreich, davor gab es einen zweiten Platz in Aalborg mit Bo Westergaard am 29.12., da war ich live vor Ort, da hat mir wirklich gut gefallen, dieser Gucci Line in Aalborg. Das ist eine ähnliche Rennbahn wie hier im Monmarken, also die Linienführung ist relativ ähnlich und deswegen Gucci Line, Startplatz 3, Langstrecken erprobt für mich hier ganz klar in diesem Rennen der Sieger. Gibson SH mit Niklas Gorfitzen, auch interessant, ein weiterer dänischer Gast, zuletzt Dritter in Aalborg mit Niklas Gorfitzen am 29.12. in dem Rennen, ich habe ihn auch gesehen, hat er mir auch gut gefallen. Er kommt aus der Pause, das macht natürlich so ein bisschen, ja, ein bisschen muss man ein bisschen aufpassen. Trotzdem Gibson SH, Niklas Gorfitzen, sehr, sehr routinierter Fahrer, für mich muss man hier auf jeden Fall mitnehmen. Customer Ass, die Programmnummer 9 mit Sven Ove Wassberg, für mich interessant, wobei man immer sagen muss, das sind alles Formen aus Bergen. Er kommt aus Bergen in Norwegen. Erster, Zweiter, liest sich erstmal toll. Auch immer Favorit gewesen, 14 für 10, 20 für 10. Aber Bergen ist noch eine andere Hausnummer als Monmarken. Das muss man deutlich sagen. Die Bahn in Bergen ist eher so eine B-Bahn, das muss man deutlich sagen. Also ich habe selten Pferde gesehen, die sich dann in größeren Rennen, die aus Bergen kommen, behauptet haben. Deswegen Customer Ass eher für mich hier zweite Wahl. Mitnehmen sollte man in der V75, denke ich, aber mal schon. Ozak Vivantes, die Programmnummer 10 mit Erik Höntem, der norwegische Champion hier am Ablauf, mit einem Pferd aus dem Stall von Rick Ebbinge. Ozak Vivantes zuletzt in Orbi am Ablauf gewesen, dort war man Zweiter mit Per Lennartsson im Rahmen der V75 Champions. Davor gab es in Halmstad in Mantorp mit Rick Ebbinge 2 Siege. Jetzt mit Erik Höntem, das muss kein Nachteil sein, deswegen Ozak Vivantes, die Nummer 10, hochinteressant, wie auch die 11 Future Socks mit Jürgen S. Eriksson, den wir ja aus Berlin kennen, der große Jürgen S. Eriksson. Fanclub ist wieder hier am Start und zuletzt in Sovalla siegreich gewesen, Future Socks mit Jürgen S. Eriksson. Davor gab es einen 5. Platz, aber auch in Örebro der 2. Platz war sehr interessant. Deswegen für mich die Nummer 11 Future Socks hier durchaus hochinteressant. V75-2, die Klasse 2 über die lange Distanz von 2640 Meter. Wir nehmen mit die 2 Gibson FH, die 3 Gucci Line, die Programm Nummer 9 Customer Ass, die 10 Ozak Vivantes und die 11 Future Socks. V75-3, das ist dann die Bronx-Division über 1640 Meter, also jetzt ein Sprinterrennen. Die Bronx-Division, ein sehr ausgeglichenes Rennen hier, muss ich sagen. Also hier können mehrere Pferde gewinnen. Ich habe in diesem Rennen so ein bisschen Mumm auf King of Greenwood, sage ich ganz ehrlich. Die Programmnummer 12 mit Stefan Persson. Schlechte Startnummer über die Meile, das ist im Monmarken allerdings nicht unbedingt ein Nachteil, weil im Monmarken man ja, wie gesagt, relativ langen Einlauf hat und King of Greenwood hat mir in Axel Waller am 8.2. richtig gut gefallen. Der hatte so ein leichtes Formtief zuletzt, der war zum Beispiel am 11.9. im Bierke am Ablauf, da hat er mir überhaupt nicht gefallen. Danach gab es 2 dritte Plätze noch in Orjang und dann nochmal im Bierke mit Erik Holtholm im Rahmen der V75. Der kann hier gewinnen. Stefan Persson kennt das Pferd, der kann hier gewinnen. Sagt natürlich muss man hier ein bisschen aufpassen mit der Startnummer. Trotzdem, ich habe Mumm auf den und deswegen sage ich, mitnehmen in der V75, wir haben eine Platzwette riskieren. King of Greenwood für mich ein hochinteressanter Kandidat. Castor Vestal, die Programmnummer 11 mit Mats Juse, zuletzt siegreich in Örebro im Rahmen der V75. Allerdings auch zweite Startreihe. Das ist natürlich für den Schnellstarter hier so ein kleines Handicap. Castor Vestal startet normalerweise sehr, sehr schnell. Kann er jetzt hier in diesem Rennen nicht. Deswegen ein bisschen Vorsicht ist angesagt mit der Programmnummer 11 aus dem Stall von Jürgen Westholm mit Mats Juse. Gentletron, die Programmnummer 8 mit Erik Holtholm. Tolle Form. 1.4., 1.1. Erik Holtholm kennt das Pferd.
Startplatz 8 ist natürlich alles andere als ideal über die Meile, aber mitnehmen muss man ihn ja auf jeden Fall. A Perfect Duchess, die Frau Nummer 6 mit Magnus Tejen Gundersen, zuletzt dritter Platz in Jarlsberg. Davor gab es mehrfach Siege in Bjerke mit Frode Hamre oder Magnus Gejen Gundersen im Sulky. Deswegen A Perfect Duchess für mich ja hochinteressant, muss man mitnehmen. Wie auch die 4 Red Hot Roadster mit Andreas Peterson. Zuletzt in Zavala siegreich gewesen, davor gab es nochmal in Romme einen zweiten Platz und einen Sieg. Also der kommt auch nicht aus Romme ohne Grund hier nach Momaken. Und deswegen sollte man Red Hot Hoster hier auf jeden Fall noch mitnehmen. The Baron, die Programm Nummer 2 mit Kai Johansen aus dem Stall von Olaf Mickelburg, hat in Bjerke zuletzt eher glücklich gewonnen am 8.3. Das war ein Sieg, der jetzt nicht unbedingt zu erwarten gewesen ist. Das Rennen war sehr übers Paced. Deswegen habe ich da so ein bisschen meine Zweifel, dass er kommt. Und auch die 7 L Tränk mit Olaf Mickelburg. Das ist interessant, dass er sich für ihn entschieden hat als Fahrer. Ich hätte eigentlich The Baron als den stärkeren Kandidaten eingeschätzt. Deswegen muss man L Tränk aufgrund der Fahrerwahl hier so ein bisschen im Auge behalten. Denn normalerweise fährt Olaf Mickelburg immer The Baron. Und jetzt fährt er selber S Tränk. Also da habe ich so ein bisschen ein kleines Ausrufezeichen stehen, dass man dahin auf jeden Fall beachten sollte. V75-3, die Bronze-Division. Wir nehmen mit die Programm Nummer 2, The Baron, die 4, Red Rod Roadster, die 6, The Perfect Duchess, die 7, S-Trank, die Nummer 8, Gentletron, die Nummer 11, Castor the Star und die Nummer 12, mein Mummpferd, King of Greenwood. V75-4, das ist dann der Östfeld-Pokal, ein Kaltblüterrennen, über 2.140 Meter Bänderstart. Der Sieger alleine kriegt über 150.000 norwegische Kronen, das sind mehr als 16.000 Euro. Und wir haben hier wirklich interessante Pferde, die guten stehen natürlich im zweiten Band. Vieles spricht hier für Stunde früher, die Programm Nummer 13 mit Erik Holter. Der 9-jährige Joker Eldensohn war jetzt zuletzt 4-mal siegreich in Bjerke und in Jarlsberg, hat jedes Mal wirklich toll gewonnen, in Bjerke sogar einmal über 1.600 Meter in 22, das ist für Kaltblüter eine tolle Zeit, deswegen steht vieles hier auf Stumde Frier, allerdings er muss ein doppeltes Handicap aufholen und deswegen habe ich da so ein bisschen, er muss also 20 Meter aufholen, deswegen habe ich da so ein bisschen meine Zweifel, ob das wirklich gut gehen kann. Griesle Faxen GL mit Jan Rohr Möllneroth, wenn der Fahrer nicht wäre, würde ich sagen, chancenreicher Kandidat, zuletzt mit Peter Karlsson sechstplatziert gewesen, das war ein Rennen in Jarlsberg am 19.11., seitdem hat man ihn nicht mehr gesehen. Deswegen, er kommt aus der Pause, deswegen da muss man ein bisschen aufpassen bei den Hit beobachten, aber von der Klasse her könnte der hier auf jeden Fall mithalten. Das gleiche gilt auch für Todin, die Programm Nummer 12. Todin hat ja in Fejestad im Rahmen des Unionskampf letztes Jahr einen sensationellen zweiten Platz erreicht zu Ortera Quest, das hatte ihm keiner zugetraut. Und danach gab es nochmal einen Sieg in Jarlsberg und in Bjerke einen zweiten Platz. Die letzten Formen waren wieder so ein bisschen enttäuschend. In Foros am 11.3. war man nur 6 platziert. Jetzt versucht man sich der V75, dieser Todin kann, das ist ein Dauerlaufer, der kann hier gewinnen. Allerdings muss da schon, denke ich, einiges passen. Im ersten Band, hochinteressant für mich, ist die Programm Nummer 2 Eickmann mit Per Oleg Midfield. Eickmann kommt ebenfalls mit 3 Siegen, einer aus dem Reiten, 2 allerdings auch aus dem Fahren und haben auch am 27.01. mit Per Oleg Midfield in Momaken siegreich gewesen. Deswegen Eickmann, die Programm Nummer 2, sollte man ja auf jeden Fall mitnehmen. Und ich habe noch so einen richtigen Außenseiter, wo viele sagen, na, der kann vielleicht eine Chance, vielleicht aber auch nicht. Das ist nämlich Beckwith Uriel mit Mats Juse aus dem Stall von Jan-Rudolf Persson. Der kommt auch mit 3 Siegen an Ablauf, war ein Fähigst im Rahmen der V75 siegreich, dann auch mal ein Bollnäs siegreich zuletzt, Mats Juse, Jan-Rudolf Persson, das Kaltblut-Orakel, muss man hier mitnehmen, deswegen Beckloos Uriel, die Nummer 1, hochinteressant und natürlich auch die 8 Brenne-Rhön mit Asbjørn Tengsereid, kommt auch mit 4 Siegen aus 5 Starts, ein Ablauf allerdings aus leichteren Rennen, das muss man auch deutlich sagen, trotzdem Brenne-Rhön steht hier günstig im Band und kann hier mit Sicherheit auch vorne mitmischen. V75-4, der Östfjord-Pokal, das große Rennen für die Kaltblüter. Wir nehmen mit die 1, Beckloos Uriel, die Programmnummer 2, Eickmann, die Programmnummer 8, Brenne-Rhön, die Programmnummer 11, Grislefaxen GL, die Programmnummer 12, Todin und die Nummer 13, Stumne Frier. Und wir kommen zum 5. V75-Rennen, das ist dann die Diamantstuart-Abteilung, über 2.140 Meter Autostart, also endlich mal die Diamantstuart-Abteilung mit dem Auto gestartet, kein Bänderstartrennen und das macht die Sache doch schon hochinteressant hier und ich habe hier richtig Mumm in diesem Rennen auf die Programm Nummer 3, Chloe Deligay mit Glas an Backrolle. Chloe Deligay bei der V86 letzte Woche Mittwoch im Ablauf hat dort toll gewonnen, zu guten Quoten, zu 16:1 hat sie damals gezahlt, diese Stute. Und das war ein tolles Lauf. Davor gab es auch noch einen dritten und einen zweiten Platz in Jarlsberg und in Bjerke. Lars Anwar Kolle, ein sehr, sehr routinierter Fahrer, muss man hier mitnehmen. Deswegen Chloe Deligay für mich eine hochinteressante Kandidatin. Ballerina Indica, die Programm Nummer 2 mit Jürgen S. Eriksson, kommt hier mit tollen Formen in den Ablauf, siegreich in Eskilstuna und in Zavala im November 4. platziert, beim Debüt am 5.3. auf der Heimatbahn in Eskilstuna sofort wieder Zweite gewesen.
Ich glaube, dieser Start hat diese Schwarzer-Tochter nochmal gefördert. Deswegen glaube ich wirklich, dass das ein Sieger für Jürgen S. Eriksson sein könnte. Ballerina Indica, die Raum Nummer 2, muss hier mit. Kashmina BR mit Christian Mamin, zuletzt siegreich gewesen mit Erik Heutem, aber auch schon mal mit Christian Mamin in Birke im Januar siegreich gewesen, muss man ebenfalls mit auf den Schein nehmen. Eine hochveranlagte Masse-Hill-Stute, die muss hier auf jeden Fall mit. Und ich habe noch ein bisschen Mumm auf die Nummer 10, Deep Sea Lucky mit Sven-Uwe Wassberg. Deep Sea Lucky, zuletzt zweimal siegreich gewesen in Bergen, ein zweiter Platz, da haben wir wieder die Formen aus Bergen, wo man immer sagen muss, ein bisschen feuchtig mit den Formen aus Bergen. Trotzdem, diese Deep Sea Lucky, die hat mir wirklich gut gefallen, sollte man hier auf jeden Fall mitnehmen, hochinteressante Kandidatin. Und auch die 12 Precious Lane mit Stefan Persson aus dem Stall von Johann Untersteiner, sollte hier nicht unterschätzt werden. Die 6-jährige Schokoladetochter kann hier gewinnen, kommt mit guten Formen aus der V75, hat in Kalmar ein V75-Rennen sogar gewonnen. Startplatz 12 muss hier kein Handicap sein für die Stute, deswegen muss man sie auf jeden Fall mitnehmen und auf den Schein nehmen. V75-5, Diamantstuhl-Abteilung. Wir nehmen mit die 1 Kashmina BR, die 2 Ballerina Indica, die 3 Chloe Digby Day, meine Siegerin in diesem Rennen. Dann kommt noch mit dazu die Programm Nummer 10 Deep Sea Lucky und die 12 Precious Lane. Freunde von Ausländern können noch die 3 Bea Winner mit Emilia Leo mitnehmen. Zuletzt Dritter in Rommel, davor gab es allerdings auch 2 Disformen. Die Stute ist sehr diffizil, aber wenn sie läuft, dann hat sie hier auf den langen Einlauf im Momarken ebenfalls eine Chance. V75-6, das ist der Steinlagers Erlauf, also das Erinnerungsrennen an den großen Steinlager, Edelloppet-Sieger von 2005, das norwegische Wunderpferd. Und das ist natürlich die Gulddivision, über 1640 Meter, dotiert allein mit 150.000 norwegischen Kronen für den Sieger. Und hier haben wir wirklich ein Feld, es ist kein Topstar in diesem Rennen, aber wir haben so ein paar gute Pferde dabei. Und es gibt hier eine ganz interessante Konstellation, nämlich die Nummer 1 Z Boko mit Christian Mamin und die Nummer 9 Fürbis Baldwin mit Niklas Krofitzen, denn da hat es ja richtig, wer das weiß, richtig Stress gegeben im Stall von Christian Mamin. Wir wissen, dass Fürbis Baldwin, der mit Christian Mamin noch in Wolbega am 18.11. am Ablauf gewesen ist, im Preis der Giganten dort einen sensationellen zweiten Platz geholt hat. Und dann hat es ja mit den Besitzern richtig geknallt. Die Besitzer wollten Fürbis Baldwin als 10-jähriges Pferd noch nach Paris schicken. Da hat Christian Mamin gesagt, nein, das bringt nichts. Er hat in Paris keine Chance. Die Besitzer haben schon von Prix d'Amérique gefaselt damals. Und Christian Mamin hat gesagt, nein, er macht das nicht mit. Er nimmt das Pferd wieder zurück. Dann wurde ihm das Pferd weggenommen und dann wurde das Pferd zu Bo Vestergaard nach Dänemark überstellt. Dort hat man dann auch sofort relativ schnell gesagt, nee, also Paris läuft nicht. Man hatte gehofft, dass Bo Vestergaard ihn auf Paris vorbereitet. Das hat dann nicht funktioniert. Und der erste Start am 19.12. in Aalborg, der war eher enttäuschend. Da war er nur Dritter, dieser Fürbis Baldwin. Und ich glaube, dass natürlich jetzt die Rückkehr von Fürbis Baldwin nach Norwegen zu Christian Mamins Herrschaftsregion sozusagen, dass das sehr, sehr interessant werden dürfte. Fürbis Baldwin startet direkt hinter Z Boko und ich glaube nicht, dass Christian Mamin ihn vorbeilassen wird, denn dieser Stachel sitzt doch zu tief, dass man den Fürbis Baldwin weggenommen hat. Und deswegen glaube ich, dass Z Boko, die Programm Nummer 1, hier auf jeden Fall alles geben wird, um Fürbis Baldwin nicht rauskommen zu lassen und deswegen Z Boko für mich ja als Sieger hochinteressant ist. Stole the Show, die Programm Nummer 2, kommt wieder nach einer Pause an den Ablauf. Er war ja in Jonkers am Ablauf. Das ist der aktuelle Sieger des Jarlsberg Grand Prix und der aktuelle Sieger des Oslo Grand Prix des letzten Jahres. Stole the Show war auch Zweiter mit Erik Alisson im Sundsvall Open Trot. Und ja, also Frode Hamre hat ihn dann nach Jonkers geschickt, zum International Trot. Das ist dann völlig in die Hose gegangen. Und danach gab es nochmal einen zweiten Platz mit Björn Gub in Birke im Rahmen einer V75 und in Jarlsberg am 19.11. Er kommt aus einer Pause. Stole the Show. Ich denke trotzdem, dass man ihn hier beachten sollte. Ob er für den Sieg heute schon da ist, über 1640 Meter, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ridley Labeck, die Programm Nummer 4 mit Oskar J. Andersson. Für mich hochinteressant, muss hier mit. Ein Schnellstarter über die Meile ist dieser Ridley Labeck wirklich eine Klasse für sich. Deswegen für mich der Sieger in diesem Rennen. Der hatte Kanz zu mehr zuletzt am 12.11. toll gewonnen. Davor auch in Vincennes einen dritten Platz geholt. Der kommt mit tollen Formen aus Frankreich hier zurück. Und deswegen Ridley Labeck, die Programm Nummer 4, muss hier für mich mit auf den Schein. Interessant ist noch auf den zweiten, aus dem hinteren Bereich, noch die Nummer 7, Dark Roadster mit Jürgen S. Eriksson. Hat auch über die Meile schon mehrfach gewonnen, wie in Romme am 17.12. im Rahmen der V5. 70, hat zurzeit auch wieder so einen kleinen Formknick gehabt. Zuletzt gab es einen dritten Platz in Romme, auch über die Meile mit Jürgen S. Eriksson. Startplatz 7 ist nicht ideal, aber vielleicht hat Dark Roadster hier ein super Rennen und kann am Ende hier abstauben. V75-6, der Steinlagers Erelob. Wir nehmen mit die 1, Z Boko, die 2, Stow the Show, die Nummer 4, mein Sieger, Ridley Labeck, die Programm Nummer 7, Dark Roadster und die Programm Nummer 9, Fürbis Baldwin. Baldwin, so heißt er ja.
Und wir kommen zum abschließenden siebten V75-Rennen. Das ist das 11. Rennen des Tages und es ist nochmal die Klasse 1 über 2140 Meter. Und hier habe ich mich festgelegt in diesem Rennen. Da gewinnt für mich die Programm Nummer 2 Mercenary mit Mats Juse aus dem Stall von Jürgen Westholm. Auch wenn die Generalprobe am 25.02. in Rommel im Rahmen der V75 daneben gegangen ist, glaube ich, dass Mercenary hier dieses Rennen gewinnen wird. Die Formen davor waren echt klasse. 2 Siege mit Jürgen Westholm davor noch ein 3. Platz. Jetzt mit Mats Juse, das wertet das auch nochmal auf. Deswegen glaube ich, dass Mercenary hier absolute Chancen hat. Kentucky Lobel, die Programm Nummer 7 mit Stefan Persson aus dem Stefan P. Henriksen, kommt mit guten Formsets in Siegreich, in Jägersroh, davor auch in Aujeng einmal siegreich gewesen mit Thomas Urberg. Kentucky Lobel muss man hier mitnehmen, die Programm Nummer 7, hochinteressant. Keystone Cash, die Programm Nummer 12 mit Bo Westergaard, schlechte Nummer, aber hoch veranlagtes Pferd, in Aalborg am 29.12. ebenfalls am Ablauf gewesen, da war der 3. Platz wirklich haarscharf, da ist er wirklich nur haarscharf am Ende abgefangen worden, das war ein tolles Laufen, davon gab es mehrere Siege in Bjerke und in Aalborg auch im letzten Jahr, er kommt aus der Pause, aber dieser Keystone Cash sollte hier auf jeden Fall beachtet werden. Bad Manner, die Programm Nummer 10 mit Bieder Hopp aus dem Stall von Frederik Wallin, war 3. in Örebro bei der letzten V75 vor 2 Wochen, kann hier mit Bieder Hopp aus der 2. Reihe mit Sicherheit abstauben, sollte man auf jeden Fall beachten. Und ich habe noch ein bisschen Mumm auf die Nummer 6, Jonathan Bank AB mit Johann Ole Östre. Zuletzt in Bjerke disqualifiziert geworden, davor gab es einen Sieg und Johann Ole Östre kommt nur für dieses Pferd und noch ein Rennen im Rahmen, ein Pferd im Rahmen nach Mumarken. Und das sollte man auf jeden Fall hier Jonathan Bank ASB auf jeden Fall beachten. V75-7, das letzte Rennen des Tages der V75. Wir nehmen mit die 2 Mercenary, mein Sieger, die Programm Nummer 6, Jonathan Bank AB, die 7 Kentucky Lobel, die Programm Nummer 10, Batmanner und die Programm Nummer 12, Keystone Cash. Ja, ihr seht, es ist wirklich ein spektakuläres V75-Feuerwerk, was wir am Samstag hier aus Norwegen erwarten werden, aus Norwegen mit dem Unionskrampen, Schweden gegen Norwegen. Wenn ich mir das so anschaue, denke ich, dass die Schweden am Ende wieder die Nase vorn haben werden, aber im Kaltblüterrennen gewinnt eigentlich immer ein Norweger und ich glaube auch, dass im Steinlagers Erelob durchaus mal ein Norweger gewinnen kann. Deswegen, es wird spannend, also es lohnt sich wirklich dabei zu sein. Ab 14.45 Uhr geht's los. Ich werde live vor Ort sein. Ihr könnt mich im Marken meistens auch an den Rails sehen, denn die Kamera filmt meistens auch von oben runter, meistens sieht man mich da stehen. Also wenn ihr mich seht, dann sage ich schon mal Hallo und ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei seid, denn ihr könnt alle Rennen bei uns bei www.trotto.de und www.hufe.de natürlich im Livestream sehen. Deswegen seid dabei, wettet mit www.hufe.de. Dort gibt es weitere Informationen zu dem Renntag hier aus Monmarken. Und ihr seid natürlich hoffentlich nächste Woche wieder mit dabei, denn dann gibt es die STL Finals, die nächsten Svensk-Trafliga-Finalläufe der V75 aus Zorvalla. Nächstes Samstag ist es dann in Zorvalla soweit, da werde ich natürlich auch live vor Ort sein. Und natürlich gibt es dann auch eine neue Folge von Jörns Swedish Racing World. Exklusiv hier bei uns auf www.trotto.de und www.ufer.de. Ich sage, mein Herz schlägt dieses Jahr oder dieses Wochenende für Norwegen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. www.trotto.de, da könnt ihr alle Rennen aus Monmarken dabei live verfolgen, mitwetten. Ich sage, Lückertil, viel Spaß mit dem Unionskrampen und hoffentlich bis bald.